Hallo und herzlich willkommen wieder bei MAB Barbecue. Bei schönstem Winterwetter, wir haben Schnee. Was passt da besser wie ein leckeres Gyros? Nach dem Intro geht's los, bis gleich. So Freunde, auch im Apachenpub, ne? Hat's geschneit. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir gehen auf unsere Zutaten. Ich habe hier ein Gyros eingelegt. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich im Zeitsprung. Im Anschluss, nachdem ich euch alle anderen Zutaten gezeigt habe. Dann habe ich hier zwei große Gemüsezwiebeln in Scheiben gehobelt. Ich habe ein bisschen Emmentaler Käse. Wir brauchen Bindfaden, ein Messer. Und das Ganze machen wir gleich auf unsere Gambo. Ich würde sagen, wir machen jetzt erst den Zeitsprung zurück nach gestern. Und sobald das fertig ist, bin ich gleich wieder bei euch. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir haben heute Samstag. Der Schnee hat gerade eingesetzt. Ich habe mich jetzt nach drin verkrümelt in die Küche. Und wir wollen ja das Gyros machen und wir müssen es jetzt einlegen, damit wir es morgen am Sonntag schön auf den Grill machen können. Als Gewürze habe ich eine Gewürzmischung gemacht für mein Gyros. Da habe ich einmal Salz. Das ist Meersalz grobes. Das habe ich im Mörser klein gemacht. Genauso wie den rosanen Pfeffer. Ihr könnt auch schwarzen Pfeffer nehmen. Dann habe ich hier noch Zucker. Ich habe Majoran, ich habe Thymian und ich habe Koriander. Dann noch Paprika, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Cayennepfeffer oder Cayennepfeffer, Kreuzkümmel, eine Pimentbeere habe ich klein gemacht im Mörser. Und das war es erstmal an Gewürzen. Dann brauchen wir noch einen Joghurt, einen griechischen Sahnejoghurt. Und ich habe mir hier den Nackenbraten, das sind 2 Kilo, habe ich mir von der Metzgerei meines Vertrauens schön in 7 mm Scheiben schneiden lassen. Dann brauche ich das nicht selber machen. Das machen die Damen hinter der Theke, finde ich total nett. So, also wir brauchen eine Schüssel. Schnappen uns jetzt hier den Joghurt und machen dann mal einen Schluck von rein. Ja, ich sag mal so ungefähr die Hälfte vielleicht. Ja, so nicht ganz. So soll es reichen. So, stellen wir mal zur Seite. Dann geben wir die Gewürze rein. Die genauen Mengenangaben der Gewürze mache ich euch wieder unten unter das Video. So, dann vermischen wir das Ganze mal. So, ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Schluck Olivenöl dazugeben. Machen wir jetzt. So, wir haben das Gute noch aus Kroatien. Da werden wir mal einen Schluck von reinmachen. So, nicht zu viel. Und jetzt werden wir es nochmal verrühren. So, wir lassen es im Moment stehen und dann legen wir gleich das Fleisch ein. So, ein paar Minuten durchziehen lassen. Und dann können wir das Fleisch jetzt damit schön marinieren. Wir legen es einfach rein, ziehen es einmal durch. Ziehen es ein bisschen ab, dass nicht zu viel dran ist und legen es einfach hier in die Schüssel rein. Ist eigentlich ganz easy. Also einmal, zweimal, ein bisschen abziehen, reinlegen, nächstes. Keine große Sache. Ich mache das jetzt fertig und dann seid ihr gleich wieder dabei. So, und den letzten Rest schmieren wir auch noch ein. Hier, es hat genau gereicht. Das sind die Endstücke hier, die Reststücke. Legen wir mit dabei. Können auch noch mit durchziehen. Zack. So. Schön andrücken. Schmatzt so schön. Herrlich. Können wir Handschuhe ausziehen. Sauber machen. Den Deckel drauf. Ab den Kühlschrank, marinieren bis morgen und morgen sehen wir uns am Grill wieder. So, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Ihr habt gesehen, wie ich es mariniert habe. Ich habe schon mal ein paar Bänder geschnitten, zwei etwas längere und ein paar kürzere. Und jetzt schnappen wir uns mal das Fleisch und werden es mal hier verteilen. Mal so. Und das lassen wir ein bisschen überlappen. So. So.
Ihr seht, es ist schön dünn geschnitten. Das ist schon mal super. So, ich mache das hier mal ein bisschen weiter nach da. Das Schnürchen. Und ich glaube, viel breiter wollen wir es auch gar nicht machen. So. So sollte das gehen. So, ich habe hier noch so ein paar kleine Stücke. Die lege ich mir hier so drauf. An den Enden. In der Mitte hier. So. Dann schnappen wir uns eine Lage Zwiebeln. Legen die drauf. So. Ja, der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, wir wollen es stapeln. Deswegen Stapel-Gyros. Da ich keinen Drehspieß dafür habe, noch nicht, müssen wir uns so behelfen. So. Zack. Ein kleines Stückchen hier, so. So. Dann machen wir gleich den Käse mit rein. Käse ist immer gut. Zack. Ach, komm hier so. Und wieder Fleisch. Und wieder Zwiebeln und wieder Käse und so weiter und so weiter und so weiter. Zack, Schüssel leer. Perfekt. So, dann wollen wir mal versuchen, ob wir es zusammengebunden kriegen. Wir fangen mal hier mehr mittig an. Hoffentlich haben wir es lang genug gemacht. Ja, reicht. Einmal, zweimal. Zack. Einmal, zweimal. Zack. Also so, wenn wir das haben, dann nehmen wir uns die beiden Längsschnüre vor. Reicht auch. Einmal, zweimal. So sieht der Braten jetzt aus. Ein ordentliches Paket. Nehmen wir mal die restlichen Schnüre hier, die über sind, die schneiden wir mal ab. Damit wir die nicht nachher suchen müssen. Zack. Gut. Also, jetzt warten wir noch, bis der Grill auf Temperatur ist. Und dann können wir loslegen. So, das Fleischpaket hat man jetzt auf die Rosterhöhung gesetzt. Wasserschale ist schon im Grill drin. Das Wasser muss noch ein bisschen aufheizen. Und dann geht es gleich los. So, dann können wir es jetzt auflegen. Also, langsam anlupfen. Zack. So, dann können wir es hier schon drüber. Schmieden über die Schale. Damit das Wender schön reintropft. Kabel haben wir dran. Luke machen wir zu. Und wir warten jetzt bis auf eine Kerntemperatur von, ich sag mal, 75 Grad. Wird mindestens 2 Stunden dauern. Wir können zwischendurch mal reingucken. Also bis später. 3 Stunden später. So, wir haben jetzt 74 Grad erreicht. Wir gucken mal rein, wie es aussieht. Vorsichtig anlupfen. Oh, das ist gut. So nehme ich den jetzt runter. Ich mache ihn ins Blech rein, nehme ihn mit rein und wir schneiden mit dem elektrischen Messer, schneiden wir schön was runter. Ich mache dann gleich ein schönes Tellerbild und dann sehen wir uns am Schluss nochmal. So ihr Lieben, hier ist es fertig. Unser Gyros, unser Stapel Gyros.
So ist es geworden. Schaut es euch an. Ich habe noch eine Metaxa-Soße dazu gemacht. Das Video dazu aus der Miniserie verlinke ich euch oben. Ein paar Pommes dabei im Backofen. Das Problem war das. Hier, schaut es euch an. Also die Marinade ist wirklich super. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes unten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Glocke aktivieren, verpasst da keine Folge. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Euer Oliver von MIB Barbecue. Ciao, bis zum nächsten Mal.